Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17 Torwartspielerkarriere. Ich bin's Jan und wir sind im Zweitligadebüt gegen Dortmund. Unsere Spielerform ist gut. Wir haben wieder ein bisschen was an den Einstellungen verändert. Manndeckung zum Beispiel. Und ich bin sehr gespannt aufs nächste Spiel. Und ja, ich freue mich auf ein schönes Debüt. Unsere Spieler sind alle in richtig guter Form. Das lässt doch auf ein tolles Spiel verhoffen. Ich bin sehr gespannt, was es jetzt allgemein in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga für Auswirkungen hat auf das Spiel. Also, dass es halt wirklich im Wettbewerb ist. Und natürlich auch die Einstellungen. Ja, ist klar. Also vor allen Dingen mit der Manndeckung. Ich hoffe, die trollen mich jetzt nicht, die Verteidiger, dass sie halt gar nicht mehr in die Zweikämpfe gehen. Dass ich jetzt 10.000 Schüsse bekomme. Sondern ich hoffe, klar, ich habe die Manndeckung runtergestellt. Ich hoffe aber, dass nicht, dass die dann irgendwie trotzdem, keine Ahnung, halt bei Flanken und so ist halt ganz wichtig, dass sie eigentlich trotzdem noch da sind. Ich hoffe einfach nur, dass mehr Chancen passieren, aber nicht übertrieben mäßig viel. Mal schauen. Oh, das schaut gut aus. Das ist 1-0 in der 5. Minute. Was ist da jetzt gerade passiert? Ball abgeworfen. Und, okay, lol. Gut. Krasser Fehler einfach. Ball abgelaufen. Unsere Spieler vorbildlich angegriffen. Abgespielt. Tor erzielt. Nicht durch einen krassen Spielzug, sondern einfach ein Patzer von VfL Bochum. Uiuiui, okay. Bochum will jetzt aber natürlich auch nach vorne gehen. Das machen sie bis jetzt auch. Alter, was ein harter Pass. Lol. Oh jo. Schussmöglichkeit. Ja, davor hat er eigentlich noch eine viel bessere Möglichkeit. Hätten sie einfach mal versuchen müssen. Die schießen immer noch genauso spät, leider erst. Wie im vorherigen Teil. Schade. Sehr, sehr schade. Oh. Alles klar. Richtig gute Chance. Es gibt Eckball. Correa hat hier gerade das Schlimmste verhindert. Das war eine super Chance. Und da faust mir den Ball weg. Also, ist es heiß. 17. Minute. Chancen über Chancen. Hier im Stadion an der Hamburger Straße. Was natürlich leider nicht das Originalstadion ist. Sondern das hier heißt Union Park oder so. Aber tun wir mal so, als ob. Das Braunschweiger Stadion in echt ist natürlich noch viel schöner. So, schönes offensives Spiel der Eintracht. Ach, schade. Eckball. Ah, gute Chance. Gut gehalten. Auch wenn das ein bisschen abgefälscht war. Gar nicht so leicht für den gegnerischen Torhüter. Nehmen wir 6,7. Schöne Bewertung. So, Konter. Wow, was war das für ein Kackpass? Ich kann es nicht sagen. Muss wohl den Spieler verwechselt haben. So, Bochum wieder mal Besitz. Offensiv. Oh jo. Da geht was. Schuss daneben. Abschluss für uns. Ja, also die Braunschweiger sind die bessere Mannschaft. Das ist schon mal klar. Kommen häufiger zum Tor durch. Aber die Bochumer machen auch ernst und hatten ja eine Riesenchance, die Correa gerade so vereiteln konnte. 2 Minuten Nachspielzeit, gleich abgelaufen, letzter Angriff, Eintracht. Das schaut gut aus. Eckball.
Immer noch nur ein 1 zu 0. Es hätte auch schon ein 2-0 sein können. Halbzeit. So. So, also in der Halbzeit, wir gucken mal auf die Spielinfo. 6 zu 2 Schüsse. Ja, also wir sind die bessere Mannschaft, Ballbesitz ausgeglichen, aber wir machen mehr draus. Bochum kommt noch nicht so ganz durch. Die haben da noch ein paar Probleme. Sind halt aber auch. Haben auch nicht so gute Spieler wie die Braunschweiger. Also die Braunschweiger sind schon in dieser Saison gut bestückt, gute Spieler, gute Bewertungen auch bekommen. Oh. Und Marco Stiepermann ist verletzt bei Bochum. Das ist natürlich bitter. Hat sich beim Pausentee scheinbar verletzt. Oh. Und wir wechseln. Kumbela rein. Bochum haben auch einmal jetzt gewechselt, ist klar, ne? Wegen Verletzung. Aber wir haben auch einen Stürmerwechsel gemacht. Vielleicht Kumbela, weil er zielsicherer ist. Vielleicht kommt er jetzt deswegen rein. Oh, gute Chance, Bochum. Was passiert hier? Ja. Alter, wie schnell war bitte der Schuss? Zack, in die Mitte und... Da kann man nicht mehr runter. Gut, 1-1 ist eigentlich nicht gut. Mit besseren Werten hätte man den bestimmt auch haben können. Wir hier da leider viel zu spät. Verdammt. Aber Bochum auch 100% Passgenauigkeit. Und gelb für Ofosuay. Der hier irgendwie in FIFA auch sehr merkwürdig aussieht. So, 1-1. Tja, die ganzen Chancen hat Braunschweig nichts gebracht. Unentschieden. Und nächste. Große Chance. Da wollte ich eigentlich, habe ich nur B gedrückt zum Wegschießen. Der sollte nicht springen. Ich hasse Doppelbelegung. Ganz ehrlich, wieso kann man auf den Tasten auch springen? Ich finde die Tasten zwar, es ist ja nicht so, dass sie schlecht zum Springen sind, aber dann soll man halt da auch nicht wegschießen können als Torwart. Das ist doch... Ich wollte halt fordern, dass der den wegschießt. So, und dann bin ich gesprungen. Das hat natürlich mega kritisch und scheiße aussehen lassen, aber nein. Der Ball ist ja weg. Ja, auf jeden Fall haben wir eine gute Parade gemacht, ne? Das ist ja eigentlich das Wichtige. Also das heißt, die Einstellung... zeigen auf jeden Fall große Wirkung, sehr, sehr große Wirkung. Nur hätte ich natürlich auch gerne diesen Schuss an der aus der Distanz. Das war, müssen wir uns gestehen, müssen wir noch besser werden, um so einen Ball auch zu bekommen, der zum Tor geführt hat. Bin ich ja mit der Bewertung von FIFA 16 gar nicht mehr gewöhnt. Aber das ist auch das Gute in FIFA 17, dass man einfach neu sich hocharbeiten muss. Wir können hier von ganz unten wieder ganz nach oben kommen. Und diesmal durchschreiten wir wahrscheinlich eine ganze Laufbahn und sind nicht von ganz unten dann plötzlich ganz oben. Und dann können hoffentlich dann, wenn es denn möglich ist, in Wechsel-Livestreams dann in der Transferphase wirklich... zu tollen Clubs wechseln. Und ein nächster Schuss. Mal zur Schau hinwerfen. Abstoß. Tja, trotz des Tores haben wir eine 7,0 Bewertung. Das heißt, wirklich, wir haben dafür gar keine Minusbewertung bekommen. War anscheinend Verteidiger schuld. Sehe ich auch so, aber toll auch, dass das Spiel das so sieht. Also in der ersten Halbzeit waren wir deutlich besser. Jetzt in der zweiten Halbzeit ist es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Chancengleichheit bei einem 1-1. Das heißt, die Wechselung von Kumbela hat bis jetzt noch nicht wirklich was gebracht. Ja, die Wechselung wahrscheinlich von... Oh, ich habe nichts gesagt, hat er gerade was richtig Gutes gemacht. Ja, die Bochumer Wechselung hat dann was gebracht. Oh, schade. Omladic, der hat ja im letzten
Vorbereitungsspiel zwei Treffer gemacht und da die Vorlage. 2-1 Führung, 86. Minute. Wer durfte dran? Ich glaube, Correa sogar als Innenverteidiger. Was macht er so weit vorne? Ich weiß es nicht, aber ist nicht schlimm. Ne, Boland. Boland gerade mit der Torvorlage. Auf. Sehen wir jetzt gleich. Zahle. Die sehen alle in FIFA 17 so komisch aus, die Braunschweiger Spieler. Okay, Salim Khedive. Macht natürlich auch viel mehr Sinn, dass er da steht, aber... Gut, nehmen wir jetzt einfach mal so hin. 10 zu 5 Schüsse. Definitiv eine verdiente Führung. So, kommt wieder. Schade. So, 2-1 Sieg. Ich denke mal, damit haben wir alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. In diesem Spiel. Es war ein tolles Spiel, es war ein spannendes Spiel. Viele Sachen für uns zu tun. Leider die Zielgenauigkeit, oder was heißt leider, für uns natürlich als Torwart selber gut, dass wir vielleicht nicht mehr drauf bekommen haben, aber als wenn man so für die Entwicklung das so sieht, ist natürlich schade, dass die Bochumer, obwohl ich deren Genauigkeit sozusagen, also die Fehleranfälligkeit von Schüssen, niedriger gestellt habe, haben sie trotzdem irgendwie noch 3 oder 4 Mal drüber geschossen. Also man hätte noch viel mehr parieren können eigentlich, weil sie viel öfter geschossen haben, aber sie haben es halt einfach trotz der Einstellung oft drüber geschossen. Ja, es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir durften eine Ecke machen, wir durften trotzdem noch parieren. War ein tolles Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge und guckt jetzt noch links auf meine Social Media Sachen. Checkt es ab. Bleibt immer auf dem Laufenden und auf der rechten Seite zur letzten Folge und zur Playlist.